Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 19 mit Baloui und mit Katze. Yay. Hallo. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Kann man das einer erklären? Ja, als hätte ich das hier schon mal gemacht, die Arbeit hier. Wie kann man das erklären? Irgendwie hat der Server sich gedacht, wir hatten so viel Arbeit mit den verschiedenen Sachen, was sie in den letzten Session gemacht haben. Die 5 Folgen. Wir ignorieren das einfach. Es hat so viel Spaß gemacht, das letztes Mal zu machen. Wie wäre es, wenn ihr das nochmal macht? Das dachte ich besser. Ja, witzig. Er war nur nett. Ja, Leute, wir haben also das Problem, dass wirklich alles, was wir beim letzten Mal gemacht haben, durch einen Serverabsturz bei Nitrado ad acta gelegt wurde. Das heißt, unser Safe Game ist von, weiß ich nicht, vom letzten Jahrhundert. Ne, vom letzten Jahr. Ja. In dem Fall. Ja, ja, wirklich vom letzten Jahr, genau. Also ein bisschen ätzend, weil eigentlich hatten wir uns ganz gutes Geld verdient und ja, das gut verdiente Geld ist weg. Jetzt machen wir das nochmal. Und jetzt haben wir uns gedacht, ha, lustig, wir machen es nochmal. Ja, was haben wir auch für eine Wahl? Ja, nicht so einfach viel. Nicht mehr weiterspielen, wir spielen nicht mehr weiter. Nö, das weinen war gehen. Leider, weil der Server da, nö, ich fühle mich so verarscht und deswegen nö. Ja. Hört sich gut an. I don't think so. Ist gut. Ist gut. Ich habe die Kurve jetzt zu eng genommen, so wie es aussieht. Man muss auch dazu sagen, der Tag heute ist ein bisschen vorbelastet, weil Katze gerade eben 5 Stunden zu spät gekommen ist, gefühlt. Nein, da hat nicht einer schon um 1 Uhr geschrieben, ja, ich bin gleich soweit und ist dann erst um 4 Uhr gekommen. Es waren fast 5 Stunden, es waren 3 Stunden. Also so daneben war das gar nicht mit den 5 Stunden. So übertrieben war das nicht, wie es sich anhört. Fies. Ja, genau, Katze hat's verdient. Schon okay. Wir könnten über Unpünktlichkeit reden, diese Folge. Ja, hat aber Lolli dann auch schon gesagt. Nein, dann verliere ich auch. Aber warum verlierst du? Ist das ein Wettkampf? Kriegt man da Punkte? Nein, aber ich kenne deine Einstellung zur Pünktlichkeit. Und also ich deine. Bin eigentlich sehr pünktlich. Außer es geht darum, die außer Sonntagsaufnahmen. Es geht um uns. Ja, außer die Sonntagsaufnahmen wahrzunehmen. Fies. Denn sonntags habe ich um 10 Uhr morgens eine Aufnahme, die noch nicht richtig definiert ist, wie lange sie immer dauert. Das bedeutet, dass ich jeden Sonntag, wenn er anfängt, morgens um 10 Uhr aufstehe. Und solange ich nicht aktiv hingehe und die Runde mit Absicht für die anderen versaue, kann so eine Aufnahme wie heute auch 5 Stunden dauern. Ja gut. Du kannst da halt schlecht sagen, Leute, ich gehe jetzt, weil die ganzen Sachen meistens, wenn sie zu viert gestartet sind, auch zu viert nur zu Ende gemacht werden können, wenn das Ganze auf Easter Egg geht. Das bedeutet, was du heißt hast denn dann, Easter Egg? Naja, die Zombie-Maps in COD haben einmal so eine Sache, wie man kennt, dass man da bestimmte Wellen durchhalten kann. Einfach ja. Bis, keine Ahnung, Welle 75 oder so durchhalten kann. Und da die ganze Zeit tötet. Das ist der Spielmodus, den die Leute verfolgen, die einfach nur jemandem auf die Fresse hauen wollen. Cool. In diesen Maps drinnen existiert nochmal eine komplett eigene Story. Das bedeutet, dass du dann zum Beispiel ein Radio anklicken musst, dann hörst du auf einmal eine Durchsage von dem Radio. Nur als Beispiel, dass ein verrückter Wissenschaftler mal in dem und dem Haus gelebt hat, dann gehst du in das Haus rein und dann findest du, weil du da durchsuchst, auf einmal hinter einem Schild, hinter einem Bild oder so, einen Schalter. Dann öffnet sich dadurch eine Kellertüre, wo du dann auf einmal einen, keine Ahnung, einen Burggraben vor Ort, so einen kleinen Kanal oder so, mit Zombieblut füllen musst, indem du die Zombies dort tötest, damit du dort eine Türe aufkriegst, damit du auf dort dann Fall in dem Labor bist. Es ist in keinem Fall jugendfreundlich, aber es ist halt ein riesiges Konstrukt. Es ist nicht nur, du haust da ein, zwei Monster um, sondern die Zombie-Maps, das ist nochmal, du kannst komplett den Singleplayer, das ist komplett ignorieren, was COD angeht und sowas. Braucht wirklich kein Mensch, meiner Meinung nach. Haben sie ja jetzt auch so bei Black Ops 4 und so weiter rausgelassen. Der Zombie-Modus hat aber so viel Arbeit und so viel Zeit drin, wie jedes einzelne Singleplayer-Game, was du sonst kennst. Also du hast da wirklich, kannst da theoretisch wirklich 3-4 Stunden pro Map dran sitzen, wenn du es gut bist und diese Sachen innerhalb von 3-4 Stunden durchspielen. Aber ihr seid schlecht und braucht deswegen 5. Wir sind nicht immer schlecht, aber es läuft halt nicht immer alles gut. Außerdem bin ich dabei. Also dementsprechend braucht es dann länger. Okay. Und und das Problem ist halt, ich kann, wenn du dann so in Runde 15 bist und du hast schon 20 Schritte von 25 gemacht und dann hängst du auf einmal an einem einzigen Schritt, dann gehst du halt nicht hin und sagst, ja Leute, okay, das ist jetzt schade, wir haben jetzt 2 Stunden aufgenommen. Wenn das eigentlich nur theoretisch noch, keine Ahnung, auf dem Papier nur noch 25 Minuten dauern dürfte, dann sagst du, okay, die 25 Minuten noch. Oder wenn du sagst, okay, der Run ist im Eimer, das funktioniert nicht mehr,
Wir lassen uns jetzt einfach down gehen. Bedeutet, wir kämpfen jetzt so lange, bis die Zombies so stark sind, dass wir sterben. Das sind die schnellsten Runden. Weil dann theoretisch kitest du nicht die ganze Zeit einen Zombie, sondern du stehst halt dran und versuchst die schnellste Runde zu spielen im Endeffekt. Ja, klar. Beendest die ganze Zeit, neue Zombies kommen, tötest, bis du die irgendwann nicht mehr umgeholzt kriegst, weil du für einen kompletten Zombie oder einen einzigen Zombie, um tot zu kriegen, 15 Magazine brauchst. Werden ja auch mit Runde zu Runde stärker und mehr. Und da kommt dann halt die Problematik auf, dass ich dann sage, okay, um 13 Uhr, es sieht so aus, als würden wir jetzt gleich down gehen, weil wir halt eben nicht weiterkommen und trotzdem vom Easter Egg her alles ausgeschöpft haben, was ging. Und auf einmal geht's aber doch weiter durch irgendeinen Zufall. Und dann kommt halt sowas zustande, dass ich dir schreibe, hey, ich glaube wirklich nicht mehr lange und im nächsten Moment sind es 5 Stunden Aufnahme. Überraschung. Ja. Schöne Ausrede, Katze. Hast du dir gut zurechtgelegt. Im Idealfall wäre es eigentlich das Intelligenteste, diese Zombie-Aufnahmen einfach auf abends zu legen. Das wäre wirklich das Intelligenteste. Das Problem ist, dass das halt eben mit dem zeitlichen Management von den Leuten, mit denen wir da spielen, nicht unbedingt zusammenhängen kann, dass wir es abends machen. Da ist nur der Sonntagmorgen die Möglichkeit. Ja, und ich hätte Craft Attack streamen können. Also Katze ist schuld, dass es keinen Craft Attack Stream gab. So. Oh nein. Wirklich. Bestes Projekt. Ja, gut. Okay, das war jetzt Katzes Ausrede dazu. Na, das war meine jetzt, Aussage zu der heutigen Zombie-Folge. Sonst zu Pünktlichkeit. Okay. Ich bin normalerweise ein sehr pünktlicher Mensch. Wollen wir mal über Early Boys Pünktlichkeit reden? Also Early Boy hat die ist nicht existenziell. Early Boy hat das System einer Uhr und eines Wurmholes, also eines Risses in Raum und Zeit, in eines Wurmloches kombiniert. Er schafft es, kurze Strecken langfristig zu überbrücken. Bedeutet, er sagt 5 Minuten, für ihn in seinem Kopf vergehen auch nur 5 Minuten, aber es waren in Wirklichkeit 5 Stunden. Cool. Ja, das trifft leider ziemlich gut. Also, ich bin ja auch nicht gerade Pünktlichkeit in Person, ne? Da musste Miri auch schon ein bisschen drunter leiden. Ja, du hast halt in deiner Jugend auch keine Uhr gelernt, ne? Also. Eine Sonnenuhr habe ich noch gelesen. Ach weißt so. Du, da und wenn dann dunkel war, dann konnte ich halt nicht. Das ist ja. Kann ich auch nichts für. Ja, cool. Dieses dunkle Klima, der ganze Smog macht dir deine Uhrzeit kaputt. Aber bei uns in der Familie wurde Pünktlichkeit auch nie groß geschrieben. War immer so, ja gut, dann ist halt so, brauchst halt was länger. Kommst ein paar Minuten später. Die Verwandtschaft hat das nie gerne gesehen, ja, wenn wir irgendwie Familienfeier waren oder irgendwie sowas in der Art, da gab es immer Ärger, immer. Nur weil wir ein bisschen zu spät gekommen sind. Also das also. Mein Vater ist halt ein sehr unpünktlicher Mensch. Und, ein bisschen ist halt relativ. 5 Minuten sind ein bisschen. 2 Stunden nicht mehr. Miri übertreibt. Für mich ist ein bisschen ein bisschen. Ein bisschen ist für mich eine zum Beispiel. Eine Stunde ist auch nicht ein bisschen. Ja, also aber für mich ist eine Viertelstunde ist auch noch ein bisschen für mich. Das ist die letzte Stelle. Ein bisschen später, und du kommst eine Viertelstunde später, wäre dann schon der Moment, dass ich wahrscheinlich bei Minute 14 am Telefon hängen würde und dich anrufen würde, was deine Definition eigentlich von ein bisschen ist. Also, ja, aber da ist Viertelstunde die Grenze, ist schon ne? grenzwertig, ja. Ja, würde ich auch sagen. Weißt du, so 5 Minuten oder 10 Minuten kann ja immer mal passieren. Aber so ab einer Viertelstunde wird es so langsam. Da hätte man auch wenigstens Bescheid sagen können. Ja, oder besser planen können. Ja, Miri ist aber eher mehr so der Mensch, der halt lieber eine halbe Stunde eher ins Kino geht, weil... Na, das nicht. So sollte es ja auch sein. So sollte es eigentlich auch sein. Jetzt mal übertrieben im Kino oder sonst wo. Wenn ich zum Beispiel irgendwie zur Klausur muss, dann fahre ich doch lieber eine Viertelstunde oder halbe Stunde früher los, als da am Ende 10 Minuten zu spät zu kommen. Ja. Eine Klausur. Eine Klausur ist was anderes. Das ist aber kenne ich Leute, macht man, ist das auch. Naja, bei einer Klausur kannst du nicht später noch nachrücken und kannst sagen, ups, ich bin zu spät. Also, das kannst du bei Verwandten immer. Glaub aber mir, ich habe schon ein paar geschrieben und da kommen dann in die Hörsäle noch nach 5 oder 10 Minuten ein paar Idioten rein. Also, die bleiben dann aber auch Idioten, weil sie nichts lernen. So ist es nicht. Also wenn ich mir überlege, ich habe früher neben meiner Schule gewohnt, fast, also irgendwie 2 Häuser weiter, wo ich zur Schule gegangen bin. Dann wie nennt man das, weiterführenden Schule, also Hauptschule damals. Und wenn ich mich recht erinnere, dann war bei uns der erste Stundengong um 7:40, also um 7.40 Uhr. Mhm. Und ich stand, obwohl ich neben dem Ding gewohnt habe, um 6 Uhr morgens auf. Und ich war eigentlich auch immer um 9:15 im Hof.
Obwohl ich wirklich nur ganz kurz daneben gewohnt habe. Und auch wenn ich in der Kälte warten musste, dann bist du halt standest du spätestens um halb am Hof. Aber du warst immer so weit zu früh, dass du, selbst wenn irgendwas schieflaufen könnte, ich nenne es immer die Faustregel in dem Fall, wortwörtlich, also selbst wenn jemand auf der Straße zu dir kommen würde, dir in die Fresse schlagen würde, du deswegen mal kurz ausgenockt bist für 5 Minuten, bist du immer noch pünktlich. Ja, deswegen nehme ich auch zum Beispiel zu wichtigen Sachen, wo es auf jeden Fall pünktlich sein muss, mindestens einen Zug früher, wenn nicht sogar zwei zum Beispiel. Also das ja, aber abgewöhnt. Das sind so Schulsachen. Das ja, ist ja okay. Bei dir ist das was anderes. Da fahren so viele Züge im Großraum Stuttgart, da kannst du ständig auf was anderes umsteigen. Das ja, ist nee, hier U-Bahn, im Sauerland ja, so gar U-Bahn, nicht. Ja. Ich meine, U-Bahn und öffentliche, wir haben VVS, ist ein super Verkehrsnetz, muss man dazu sagen. Ja, ich habe alleine vor meinem Haus 3 Busse, die mich in jegliche Welten fahren würden. Ich glaube, ich könnte von hier bis Indien durchfahren, ohne so ein Problem habe. Das ist echt Luxus. Habe ich aber, ich dachte immer, das wäre sauteuer und total kacke, bis ich weggezogen bin und gemerkt habe, oh, hier ist es jetzt total kacke. Jetzt muss ich hier ständig Auto fahren, weil es keine Bahnverbindung irgendwo hingibt. Nee, also und das ist kacke. Ich könnte von hier theoretisch problemlos in den Bus vorne steigen und könnte theoretisch in meinen Heimatort fahren, wo ich hergekommen bin. Ich könnte aber auch in die andere Richtung steigen und wäre am Stuttgarter Flughafen. Deswegen, ich komme überall hin, theoretisch, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel gerne nutzen würde oder ich die allgemein nutzen könnte. Das, was ich meine, ist nicht nur Schule oder sowas, sondern das, was ich mit den Zügen gerade eben gemeint habe, ist, ich habe mittlerweile komplett aufgehört zu gucken, dass ich beim Reisen Zeit spare und kaufe nur noch Direktstrecken-Tickets. Ich kaufe keine Tickets mehr, wo ich umsteigen muss. Weil die Bahn und meine Definition von Pünktlichkeit ja sowieso grundlegend auseinander sind. Ja, ne? Das Umsteigen ist immer eine Katastrophe. Da hast du irgendwie 10 Minuten Zeit umzusteigen. Sowas würde ich gar nicht erst buchen. Das funktioniert eh nicht. Ja, eben. Selbst da bei 30 Minuten dann. Kannst du schon... Überleg dir mal, wo ich zu euch gefahren bin. Also zu eurer Hochzeit losgefahren war. Die Bahn, die hingefahren ist, stand im Bahnhof. Und das Erste, was passiert war... war, dass wir noch im Stuttgarter Bahnhof, also wirklich noch im Stuttgarter Bahnhof, ist auf einmal der Zug ausgegangen und dann erstmal 15 Minuten keine Kommunikation, dann kommt auf einmal kurz ein bisschen Elektrik wieder her und dann kommt auf einmal die Durchsage, Leute, wir haben eine kleine technische Problematik, wir melden uns dann gleich mit einem voraussichtlichen weiteren Fahrplan und dann dies und das. Und dann war aber, anstatt dass sie dann den Strom wenigstens anlassen oder sowas, wieder Strom direkt weg. Ne? Direkt so, okay, tot. Ja, gut. Und dann hieß es auf einmal so, nach einer Viertelstunde später, wo du dann eine halbe Stunde schon da dran standst, hieß es dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Minuten müssen wir den Zug höchstwahrscheinlich wechseln, denn der Zug hat momentan einen schwerwiegenden technischen Defekt. Wir bitten dies zu entschuldigen. Der konnte nicht losfahren, und so weiter. Weil du drin saßt. Ja, nee, jetzt kommt der Plot-Twist, weißt du? Weil dann ging es auf einmal so nach dem Motto, oh guck mal, da hat jemand vergessen, den Smeltery-Controller abzubauen und den bei Obi zu kaufen. Ist dann auf einmal 5 Minuten danach die Durchsage gekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen den Zug nicht wechseln, die technischen Probleme sind behoben, wir werden in wenigen Minuten abfahren. Ja. Viertelstunde später fahren wir los. Gut, das waren jetzt 50 Minuten deines Lebens im Endeffekt. Das ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Und das war's mit Umsteigen. Minuten. Ja, und ab dem Moment, die 50 Minuten, selbst wenn der gut fährt, wenn der schnell fährt, wenn er gut durchkommt, keine Ahnung, selbst wenn ein Wurmloch reinkommt, kriegst du trotzdem keinen Zug, bei dem du eine halbe Stunde Umsteigzeit hast. Brauchst du ja gar nicht erst versuchen. Und wenn du dir dann noch überlegst, ich fahre ja mittlerweile grundlegend ICE. Ja. Wenn ich mir überlege, mit einem IC oder mit einer Regio, die haben auf der Prioritätenliste nämlich meines Wissens nicht so viel Ansehen wie ein ICE. Das kann jetzt auch nur bei mir im Kopf sein, aber ich bin mit einem Regio und mit einem IC... muss ich öfter stehen bleiben und warten, obwohl ich eine Verspätung habe, weil ein anderer Zug gerade auf dem Gleis ist, als mit einem ICE. Mit einem ICE ist mir das in meinem Leben bis jetzt 2-mal passiert. Mit einem Intercity passiert mir das 5-mal. Im Monat. Okay. Also das ist wirklich... Deswegen, von Definition her Pünktlichkeit und so weiter, fand ich jetzt Bahn eigentlich mal ganz interessant, weil es heißt ja immer, wir fahren so hier dieses Ding, man ist so pünktlich wie eine deutsche Bahn. Ich kann euch garantieren, dieses Sprichwort ist nicht mehr zutreffend. Schon lange man nicht hat die Schweizer Bahn, glaube ich, gemeint, nicht die deutsche. Ja gut, okay. Aber die Schweizer Bahn war doch eine Intervallbahn, wenn ich mich nicht täusche. Die oder? Schweizer Bahn ist super pünktlich. Also wenn wir da im Urlaub irgendwo hingefahren sind mit dem Zug oder so und da stand die Uhrzeit drauf, der ist immer exakt angekommen. Ja, immer aber wie exakt. Hieß denn das System, das die da benutzen? Die Schweiz keine benutzt Ahnung, doch Zugfahren. So ein, nee, die benutzen ein System, das... Wie du es auch bei S-Bahn zum Beispiel hast, dass alle 20 Minuten ein Zug kommt, der in die Richtung fährt. Also die haben, wie heißt denn das, Intervallverkehr? Irgendwie sowas?
Würde also selbst Sinn wenn machen. Du deinen Zug verpasst, hast du theoretisch deinen Zug nicht verpasst, sondern du bist dann einfach 20 Minuten zu früh, wenn du Optimist bist, oder halt 20 Minuten zu spät, wenn du Pessimist bist. Was immer noch in der, die Bahnreise ein relativ zu tolerierender Verspätungsradius wäre. Ne? Weil ja. Deutsche Bahn ist 3 Jahre zu spät. Ja, Deutsche Bahn steigst du als frisch geschwängert ein und kriegst ein Kind, bevor du ankommst. Das ist einfach so. Ja, aber ich denke, also ich versuche ja immer, ich bin ja nicht ganz so schlimm, ne, wie mein Vater oder mein Bruder, so was Pünktlichkeit angeht. Versucht sich zu verteidigen, aber... Es ist immer... ich finde, manche Sachen sind mir halt wichtiger, wo ich pünktlich kommen muss. Und es gibt Sachen, da ist mir das eigentlich nicht ganz so wichtig, da super pünktlich ich hinzukommen. Ich finde das halt fürchterlich, die Einstellung von manchen Leuten. Ja, ich bin halt ein Mensch, der unpünktlich ist. Damit müssen jetzt alle anderen leben. Toll. Schön, dass man dann so wichtig ist, dass die Person von Anfang an sagt, ja, ich komme eh nicht pünktlich. Toll. Ja, aber da darf man sich vielleicht als... Ja, damit ja aber ja wenn sagen, du doch weißt, du bist unpünktlich, dann fahr doch 10 Minuten früher los. Also... Das ist, wenn ich mich mit einer anderen Person treffe, dann habe ich die Verpflichtung, dieser anderen Person insoweit den Respekt gegenüberzubringen, dass sie ihren Tag nicht um mich gestalten muss, sondern dass man den Tag gemeinsam gestalten kann. Selbst wenn ich nur jemandem morgens einen Brief übergeben muss oder sowas und ich sage, ich komme um 5 Uhr vorbei, selbst wenn diese Person dafür morgens einfach nur kurz aufstehen müsste um 4:45, damit sie einigermaßen okay an die Tür gehen kann, ohne dass du, keine Ahnung, Gurkenmaske oder so anhast, selbst wenn das der Fall wäre, und eine Person sagt, ich komme grundsätzlich später, dann steht die Person, wenn sie dich nämlich jetzt erwartet um 5 Uhr, wirklich um 5:10 oder so auf, macht sich fertig, könnte danach theoretisch weiterschlafen oder keine Ahnung, muss selber zur Arbeit fahren oder sowas. Und du sagst dann von dir selber, ja, ist jetzt was dazwischen gekommen, ich komme 1/4 Stunde später. Diese 1/4 Stunde später fehlt der Person dann am Ende des Tages bei Dingen, du kannst nicht duschen gehen, wenn du 10 Minuten noch Zeit hast, dann kennst du, ich kenne niemanden, der sagt, ich habe noch 3 Minuten, bis die Person hier eintreffen wollte, ich gehe jetzt duschen. Das ist, du kannst zum Beispiel, das kannst du morgens nicht machen. Du blockierst du den Zeitplan nicht, von anderen Menschen. Du kannst auch davon ausgehen, dass er vielleicht früher kommt. Das ist auch nicht viel einfacher. Ja, deswegen sage ich, man steht 10 Minuten früher auf und dann hast du ungefähr einen 20-Minuten-Radius, wo er vorbeikommen kann, wenn er eine pünktliche Person ist. Ja. Denn selbst wenn er sich verspäten würde und dir Bescheid geben würde, würde er maximal 10 Minuten zu spät kommen. Alles nach 10 Minuten, da ist dann sowieso irrelevant, weil 1/4 Stunde kannst du dann schon wieder duschen gehen. Ich meine, heutzutage ist es so einfach, wirklich zu planen, wie lange man braucht. Du hast Google Maps, das zeigt dir ungefähr an, wie lange du brauchst. Es ist halt nichts, was unmöglich ist, irgendwohin pünktlich zu kommen und nicht immer 1/4 Stunde oder 20 Minuten zu spät zu sein. Und als Ausrede dann zu nehmen, ja, ich bin halt unpünktlich. Also ich Miris Lieblingsausrede. Warte, wer hat das immer benutzt? Seine Klassenkameradin, ne? Ja, der hatte ich eine. Die kam immer jedes Mal zu spät. Wir haben uns in der Stadt getroffen, ne? Irgendwie... um irgendwas zu machen, keine Ahnung, shoppen zu gehen oder sowas. Und die kam jedes Mal zu spät. Und einmal ist sie dann 1/2 Stunde zu spät gekommen und ich bin gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf den Mist. Weil irgendwann reicht's, ne? Wenn man jedes Mal da quasi im Stich gelassen wird, weil ich habe ja meine Zeit mir genommen, auf sie zu warten, ne? Und sie hat da nicht die Höflichkeit, auch rechtzeitig zu kommen und nicht stattdessen 20 Minuten sitzen zu lassen, weil sie noch was, weiß ich nicht, Besseres zu tun hat. Ja, das ist jetzt die Frage. Finde ich das nervig. Und 1/2 Stunde, ohne Bescheid zu sagen, gehe ich halt irgendwann. Kommt. Also, würdet ihr sagen, das ist unhöflich? Das ist halt kein Respekt vor mir, ja. Als Erwachsener, ja. Als Kind, wenn ein Kind zu spät kommt oder so, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht richtig eingeschätzt hat, wie weit die Entfernung ist oder dass es sich ablenken lassen hat. In irgendeiner Variante, also ein Kind, von einem Kind erwarte ich keine 100%ige Pünktlichkeit. Ja, aber von einem Kind, aber von jemandem mit 16, ja, 17 kannst du das nein, so langsam... Nein, das ist definitiv, ab dem Moment musst du es gelernt haben, irgendwann. Richtig. Also im Jugendalter irgendwann musst du es ja lernen, weil es fängt ja nicht in der Ausbildung an, dass es auf einmal heißt, um 7 Uhr fängt es an, ja, ich bin halt ein unpünktlicher Mensch. Wenn die Ausrede kommen würde, wärst du 3-mal unpünktlich im Fenster. Ja, ich habe es aber erst so richtig in der Ausbildung gelernt, muss ich einfach so sagen. Vorher war es immer so... ja, kommst halt ein bisschen später, ein paar Minuten zu spät. Selbst zur Schule oder so, den knappesten Zug, den es gibt, damit man so ich weiß nicht, gerade mal 5 vor, wenn überhaupt am Schulhof ist, auch wenn der Zug Verspätung hat, kann man es ja auf eine Bahn schieben, so, ist ja egal. Aber das ist halt meine Freizeit, ja? Also im Prinzip ist es meine Freizeit, die ja, und die ist dir aufbrauche, in dem, die ich die ist dann, diesen Menschen dann in dem Moment wichtiger, als zum Beispiel pünktlich bei mir zu sein. So sehe ich das halt dann immer. Ja, also das ja ist aber es reicht doch just in time. Ja, aber weißt, es reicht... Das ist ja unser Industrieprinzip, just in time. So ja, aber wenn du dann 5 Minuten zu spät bist, ist es nicht just in time. Ja,
Da lieber 5 Minuten zu früh. Du bist auch just in time, wenn du 5 Minuten früher da bist, als du es vorher geplant hast, sodass, wenn du 5 Minuten zu spät kommst, du immer noch pünktlich bist. Und diese 5 Minuten kannst du immer noch mit Sachen, also wenn du jetzt vom Business oder so reden würdest, kannst du immer noch mit anderen Sachen absprechen. Bestes Beispiel dafür, wenn donnerstags GTA-Aufnahme ist, nur jetzt mal meine Aufnahmesachen oder so. GTA ist ein Spiel, das braucht super lange zum Laden, okay? Das bedeutet, ich bin, obwohl um 20 Uhr es die Aufnahme ist, bin ich ab 19.30 Uhr aus anderen Spielen draußen und starte dieses Spiel. Auch wenn das Spiel mal einen guten Tag hat und schnell lädt, innerhalb von 2 Minuten, bin ich dann trotzdem für eine halbe Stunde theoretisch nicht in der Lage, ein anderes Spiel zu spielen. Aber ich bin doch nicht komplett ausgeschlossen. Ich kann doch raustappen und kann währenddessen noch andere Sachen machen, E-Mails bearbeiten, kann mich mit Leuten unterhalten, kann eventuell einen Brief fertig machen oder sowas. Es ist ja nicht so, dass Personen keine Beschäftigungen hätten, die sie tun könnten, wenn sie sich jetzt 5 Minuten mehr Zeit nehmen, 5 Minuten früher losgehen, dann pünktlich sind und dann einen Teil der Arbeit eben noch woanders verrichten. Es gibt Dinge in der heutigen Zeit mit Handy und so weiter, du kannst theoretisch vom Handy aus eine E-Mail schreiben. Es ist, weil viele Leute meinen, das ist so ein bisschen Zeitverschwendung und sowas, dass man die 5 Minuten dann theoretisch andersweitig besser nutzen könnte. Man hofft halt, dass man pünktlich ist. Du kannst die 5 Minuten auch woanders verwenden. Und zwar, wenn du vor Ort stehst, auf die Person wartest und dann noch kurz ein Telefonat führen musst für 5 Minuten, dann geht das auch zwischen Tür und Angel. Ich finde warten total ätzend. Ja, richtig. Und weil du das ätzend findest, lässt du lieber die anderen Leute warten, als selber zu warten. Das ist doch im Prinzip das, worauf es dann rausläuft, oder nicht? Das ist super gemein. Ihr hattet die Diskussion schon mal, oder? Ja, natürlich. Oh, wir haben die Diskussion jeden Tag. Das ist richtig krass, wie Miri dir das Maul stoppt. So ja, natürlich. Das ist ja super gemein. Hallo? Nein, alles gut. Ich kenne ja ihre Meinung. Und ich muss ja auch sagen, ich habe mich selbst... Also, ihr müsst halt immer... Ich komme aus einer Familie, wo Pünktlichkeit, also gerade was mein Vater angeht, so war, dass wenn wir gesagt haben, wir fahren nachts um 2 Uhr im Urlaub, wir morgens um 6 Uhr losgefahren sind. Und das war jetzt kein Witz, das war ernst. So war unser Alltag. Mein Vater hat gesagt, ja, wir fahren eine Stunde los, aber er muss noch ins Büro und er muss erst noch zu meiner Oma und er muss noch seine Sachen packen. Und dann waren es 5 Stunden später, die wir losgefahren sind. Und das war, da konntest du die Uhr nachstellen nach der Unpünktlichkeit. Also es war jedes Mal so, dass wir jedes Mal, gab es immer den riesen Ehestress und Ehekrise und was weiß ich und Ärger zu Hause, weil mein Vater dann wieder nicht aus dem Quark gekommen ist. Das war halt gang und gäbe und so war es dann halt auch, so ist man nicht, Miri, nicht. Du machst oh, Zelt, oh, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass du da stehst. Tut mir leid, du bist so grün wie das Gras. Du bist so grün wie das Gras. Du bist Hilfe. Super schlechter Ausrede, aber zurück. Super schlecht. Nein, auf jeden Fall kam ich aus einem Haushalt, wo es halt einfach, es ist halt normal, ja. Das Einzige, wo wir immer pünktlich waren, war sonntags im Gottesdienst. Das Einzige. Wahrscheinlich auch da, weil mein Vater sonst immer einen auf den Sack gekriegt hätte von allen. Aber aus so einem Haushalt kam ich, ja, und dann kam ich halt in die Ausbildung. Und da war auch immer alles anders. Da musste ich dann trotz 20 Minuten Anfahrweg immer pünktlich sein. Trotzdem hat sich irgendwann, als ich dann irgendwann da längerfristig gearbeitet habe und nicht mehr in der Ausbildung war, sondern richtig, naja, sagen wir mal so, ich war meistens derjenige, der um 5 oder 10 nach 8 erst in der Firma war. Dass mir mein Chef nie einen auf den Sack gegeben hat, das verstehe ich sowieso nicht. Ich hatte immer erwartet, heute bist ist du denn auch mal 5 oder 10 Minuten länger geblieben? Ich bleibe immer die Zeit länger, die ich sonst früher zu spät gegangen bin. Ja, gut, dann ist das für einen Chef vielleicht noch möglich, wenn du jetzt so einen Job hast, wo du theoretisch nicht den anderen unglaublich viel zuarbeiten musst. Ja, nee, den hatte ich nicht. Aber wenn du einen Job hast, wo du die Grundlage bietest, dass sowas passiert, dann ist das super assi. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das haben wir ja schon öfter mal gesagt, das ist der Early Bobo, ne? Kennen wir alle. Mhm. Early Boy, die erste Staffel Chaos. War Chaos. Und zwar in der Vorbereitung und in der Durchführung. Aber die zweite doch auch, oder? Die zweite war, müssen wir nicht lange drüber reden. Es gibt einen Grund, warum die nicht mehr kommt. Also, aber die erste Staffel Chaos war der Inbegriff von der, wie ich gelernt habe, mit Early zusammenzuarbeiten. Das war das erste Mal, dass man ein Projekt miteinander aufgenommen hat. Der Projektstart war irgendwie auf 3 Uhr nachts dann am Ende des Tages noch geschoben worden. Wir wollten uns um 18 Uhr treffen, um das Projekt zu aufzunehmen. Ja, ja. Ne? Und dann hieß es immer, ja, in 5 Minuten. Ja, in 5 Minuten. Ja, in 5 Minuten. So, jetzt habe ich Zeit. Wollt ihr jetzt aufnehmen? Und das fing so an und das hörte nicht auf. Also das geht bis zum heutigen Zeitpunkt noch so, dass wenn du einem Early keine klaren Zeiten setzt, ab welchem Moment du wieder weg bist, du das ernsthafte Problem hast, dass er theoretisch deine Zeit nimmt und damit Seil springt.
Das ist ja so eine Sache, die viele Leute eben so als Gag immer wieder mitbekommen. Man hat so ein bisschen aus der Realität einen Gag geschaffen, weil auch wenn er sich da super versucht zu bessern und so weiter, ist es halt mittlerweile immer noch, es ist ein Running Meme. Das ist, wenn du von Early hörst in 5 Minuten oder wir nehmen gleich auf, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du noch eine Lasagne zubereiten und kochen kannst. Also und er muss aufs Klo und er muss noch trinken holen, ja, das genau. Licht ausschalten. Das und, ist, deswegen, das ist super interessant, wie viele verschiedene Ausflüchte es gibt, warum man gerade unpünktlich sein kann und wie viele Gründe es geben kann, eigentlich einfach nur pünktlich zu sein. Ich finde das halt schwer. Also ich tue mich damit schwer, pünktlich zu sein. Auch wenn ich mittlerweile jetzt die an meiner Seite habe, die mich meistens scheucht. Meistens auch an Situationen, wo ich dann halt so denke, boah, ey, das muss doch jetzt eigentlich gar nicht sein. Wir haben doch noch mehr als genug Zeit. Sagen wir mal, wir wollen um 3 Uhr ins Kino. Es ist 1 Uhr. Sagt sie, ja, wir müssen aber bald los. Und dann, wie bald? Bald ist für mich in einer Dreiviertelstunde. Ja, aber das ist bald. So als Vorwarnung, dass ich ja weiß, ich muss mich bereit halten zu gehen. Ich würde um 1 Uhr noch nicht mal drüber nachdenken, mich fertig zu machen, weil wir um 3 ins Kino wollen, oder weißt du? Ist vielleicht nicht verkehrt in allem, kann aber auch nervig sein. Je nachdem. Ich bin halt immer so ein Mensch, der so in den Tag hineingelebt hat. So. Oh, ich glaube, wir müssen langsam mal die Folge beenden. Geht schon ganz schön lang. Dachte, wir sind unpünktlich? Ja. Über Länge. Aber ist ja auch nicht schlimm. Genau. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das mittlerweile ein bisschen anders entwickelt hat. Lass mich das eben noch zu Ende sagen. Okay. Und Pünktlichkeit tut halt keinem weh, außer den Leuten, die warten müssen auf euch. Ja. Tut keinem genau. Weh, außer. Okay. Ja. Dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch unpünktlich seid oder ob ihr zu den Leuten gehört, die pünktlich sind. Was habe ich getan? Ein Gewissen haben. Ob ihr zu den guten Menschen gehört oder und was zu ihr den für Ausreden unpünktlichen. Benutzt, wenn ihr zu spät kommt. Und was eure Meinung dazu ist, interessiert uns wie immer sehr. Ihr könnt gerne morgen bei Katze vorbeischauen. Da kommt die nächste Folge. Und gestern kam eine bei Balui. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.